Vier Kerzen brennen, es ist der vierte Advent, morgen ist Weihnachten und damit herzlich willkommen zum letzten Advents-Special 2018. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier ein paar schöne Artikel, sogar eine Rakete. Und ich stelle euch die Artikel kurz vor und dann gehen wir sofort raus und zünden das Zeug. Da haben wir hier die Rakete von Diamond mit dem Effekt Green Peony, noch mit alter Bumpy-2-Nummer und einer NEM von 11,6 Gramm. Dann die vier Elemente Fontäne von Nico mit einer NEM von ca. 32 Gramm. Dann haben wir hier Leuchtkäfer von Weco mit Weco Kingsplay Logo und alter Bumpy-1-Nummer. Wie sehen die Dinger aus? Was ist das denn für eine Verpackung hier? Ja, so sehen die Teile aus. Auch mit grauer Lunte. Aber auch schon gezeichnet von der Zeit hier. Das Rot ist schon ausgeblichen. Ja, mal schauen, was die noch so können. Dann haben wir hier einen Flashbang von Weco. Einen roten Corsair. Und hier einen Weco Super 2. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus und zünden die Sachen. Viel Spaß! So, jetzt kommen wir zum Finale der Advents-Videoreihe. Die Rakete hat leider einen kleinen Knacks abbekommen. Der Stab ist abgebrochen. Ich habe mit und Klebeband, den mache ich dann dran. Ja, mit was fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, hier mit Klasse 1, den Leuchtkäfern von Weco mit Kingsplay-Logo. Ja, hier hat tatsächlich schon der Zahn der Zeit dran genagt. Die sehen nicht mal so dolle aus. Mal sehen, ob die noch funktionieren. Es wäre schön, wenn. Ja, nicht ganz. Er ist nie wirklich hochgekommen. Schade eigentlich. So, dann machen wir jetzt einfach mal die zwei Böller hier. Ich würde sagen, zuerst den Super Böller 2 und dann den roten Corsair. So, jetzt der Super 2 von Weco. Ja, der war echt gut. Mal sehen, ob der rote Corsair da... Pff, Nebel. Naja, bloß aufgeplatzt. Mal sehen, ob der rote Corsair besser ist. Wow, auf jeden Fall. Der war ja richtig heftig. Sehr geil. Machen wir jetzt im Anschluss die vier Elemente-Fontäne von Nico Feuerwerk. Das ist irgendwie eine der wenigen Fontänen, die ich kenne, die man im Pappkarton zündet. Weil die sonst fast auseinanderfällt. Wow. Ja, schöne Sterne. Wow, echt gutes Crackling. Hat mir sehr gut gefallen. Machen wir jetzt noch den Flashbang von Weco und im Anschluss dann die Rakete von Diamond Feuerwerk. So, jetzt der Flashbang von Weco. Sehr schön. So, die Rakete ist verarztet mit Klebeband. Der Stab ist jetzt wieder dran. Ich hoffe mal, das reicht so. Mal sehen, ob die hochfliegt oder ob die... Keine Ahnung. Oh Mann. Feuerzeugwechsel, Sandra hatte kein Gas mehr. Viel Spaß. Wow. Das war Fail, die kam wieder runter, aber der Effekt war trotzdem schön. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!